Ja, wegen Thomas Stone. Ah, sehr schön. Kann jederzeit Livestreams und Let's Plays machen. Sehr schön. Davon gehe ich auch bei anderen Spielen aus, aber da steht es wenigstens mal. So, da würde ich mal sagen, seid ihr gegrüßt, willkommen zurück zu einem neuen Anspielen. Workflow ist jetzt nicht wirklich. Wir spielen ein neues Spiel an. In Sound Mind wird heute zum Halloween Special angespielt. Ja, ein Spiel, in dem wir, so viel habe ich schon aus dem Verlangen bekommen, wir spielen einen Psychodoc, einen Psychodoktor, der auf irgendeine Weise, wie werden wir es gleich noch bemerken, werden wir gleich noch mitkriegen, aber irgendwie ist er in die Gedankenwelt, in die Psyche seiner Patienten reingekommen und muss jetzt die Psychosen und die Ängste von den Patienten miterleben. In irgendwelchen Fantasiewelten, wo die Sachen als Monster und bildlich dargestellt werden, und muss er jetzt in der Psyche der Patienten einen Weg finden, die inneren Monster der Patienten zu besiegen. Darum handelt das Spiel wohl. Wir sehen auch schon eine Couch, auf der potenzielle Patienten liegen könnten, und Psychologensessel à la Sigmund Freud. Eine ziemliche Bruchbude, wenn ich ehrlich sein muss. Irgendwie rüttelt das auch die ganze Zeit. Der Deckenventilator ist auch ein bisschen schäbig. Joa. Ich würde mal sagen, starten wir direkt mal rein. Verlieren wir keine Zeit mehr. Und spielen wir mal in Sound Mind. Auf geht's, mal schauen, wie lange ich das durchhalte. Schwierigkeitsgrad. Leicht, ein Erlebnis für Gelegenheitsspieler mit Schwerpunkt auf Story und Atmosphäre. Schwerpunkt auf Atmosphäre. ja. Normal ein ausgewogenes Erlebnis, dieselbe Story, mehr Action. Schwer echtes Survival-Horror für erfahrene Spieler. Gut, da ich das Spiel noch absolut nicht kenne und absolut unerfahren bin, und es wahrscheinlich mal wieder Bosskämpfe geben wird, würde ich mal sagen, nehmen wir für mich erstmal leicht. Da bin ich bin mit dem leichten Modus meistens eh überfordert, weil ich bin ein Gelegenheitsspieler. Das ist außerhalb der Streams und Let's Plays bin ich halt wirklich, komm kaum zum Spielen außerhalb der Streams und Let's Plays. Also das ist schon ziemlich Gelegenheit. Das ist schon ziemlich Gelegenheitsspieler. Wenn man das berücksichtigt, dass ich nur das spiele, was man auf YouTube sieht, ist das ziemlich wenig. Also passt das irgendwie. Passt schon. Wiedergabe. Ah ja, ich bin mal gespannt. Recreate Stuff im Game Studio Modus. They say curiosity killed the cat. I killed the cat. Curiosity only brought her to me. Das fängt ja schon mal ganz gruselig an.
Kellergeschoss. Ah, wir können uns direkt bewegen. Können wir gerade mal einstürmen. Ich würde mal ganz gerne gucken, ob es da... Das können wir auch ein bisschen lauter machen. Schadet dem Spiel nicht. Ob es das auch auf Deutsch gibt, deutsche Sprachsynchro. Ich kann es gerade leicht Video. Irgendwie nicht. Das sind jetzt die Videomaterial oder Bildschirmfotos des Spiels in deinen Livestreams und Let's Plays verwenden. Musik eingeschlossen. Das ist erfreulich. Ich wüsste gern, ob ich das irgendwo auf Deutsch einstellen kann. Ansonsten geht es natürlich auch auf Englisch und wäre natürlich besser auf Deutsch. Scheint mir nicht so. Gut, na dann, es gibt ja Untertitel. Finde heraus, was los ist. Okay, hier sind wir. Wie man auf die üblich stürmen, wie heißt die und wer hat das zu müpfen? Was haben wir hier? Hier ist verdächtig rot. Das ist dunkel, wir sind in einer Art Lagerhaus. Wie es ausschaut. Hier ist ein Versorgungsausgang. So ein Gang steht da. Ist doch was. Müssen wir mal zurück. Es ist schon ziemlich wackelig hier. Ja, da passiert relativ wenig. Vielleicht kommen wir später noch da hoch. Notiz. Achtung! Achso, Notiz heißt Achtung, eine Katastrophe. Vergessen Sie das Leben, wie Sie es kannten. Zeichen deuten auf eines hin. Bleiben Sie drinnen. Okay. Dann gehen wir mal raus, würde ich sagen, oder? Die Tür ist offen. Schließt die mal vorsichtshalber direkt hinter mir. Und können wir mal gerade einfach was. Kamerasensibilität mal ein bisschen. Ein bisschen runterschrauben. Sonst wird mir hier noch mit Zuschauern schwindelig. Wenn ich mich jetzt so bewege, kann das sein, aber wenn ich so eine leichte Bewegung machen will, so dass hier nicht wackeln irgendwie nichts. Okay. Abgeschlossene Objekte interagieren. Es belastet mich schon, dass es abgeschlossen ist. Joa, ich habe noch nichts im Inventar. Kampf sieht erstaunlich, das sieht gruselig aus. Okay, sollten wir vielleicht nicht mehr reinlatschen. Das Lager. Wir brauchen irgendwas, um das Ding durchzubrechen. Ist etwas. Eine Taschenlampe. Das ist praktisch. Das wird in handy. I might be able to break this with something. Okay, gucken wir mal, ob wir was finden, wo wir das durchbrechen können. Irgendwie ein
Brecheisen oder so. Versorgungsgang. Hallo. Wer grüßt uns da? Wer sagt da hallo? Ich sollte dann nicht so lange drin stehen. Wie kommen wir dann sonst dort lang? Können wir eine Kiste finden und die. Und die Batterie geht immer noch alle. Okay. Wir haben einen Schlüssel. Und Batterie für die Taschenlampe. Die Werkbank steht allen Mietern zur Verfügung. Außenanwendung nicht gestattet. Die Verwaltung trägt keine Verantwortung für selbst zugefügte Verletzungen. Vorsicht. Entfernen Sie keine Werkzeuge aus diesem Raum. Der Hausmeister. Ah ja. Wir müssen mal ein Werkzeug aus dem Raum entfernen. Okay, wofür ist der Schlüssel gut? Werkzeug können wir hier nicht mitnehmen. Guess not. Wohl nicht. Irgendwie hin. Das sind eine Truhe zu sein, die können wir. Die haben noch nichts zum Durchbrechen. Wir müssen irgendwas tun, womit wir das Gitter hier öffnen können und womit wir durch die Bretter hier durchkommen. Sieht schon, wir haben es ja mit einem Rätselspiel zu tun. It's locked. There's a keyhole. Ja, wir haben einen Schlüssel. Oh, got it. Okay, also kommen wir da nicht hinter. Okay, soll mir recht sein. So viel gab es da jetzt auch nicht. Wir passen mal eventuell ein bisschen was, aber können jederzeit zugehen. Momentan zumindest noch. Gasaustritte können gesundheitsgefährdend sein. Ach was. Falls Sie ein Gasleck im Heizungsraum riechen, sehen oder hören, verlassen Sie sofort das Gebäude und benachrichtigen Sie mich, der Hausmeister. Okay. Ich sehe ein Gasleck. Da eine Gasmaske und wir kommen nicht ran. Immer noch nichts, womit man was zum Schneiden. Regeln für das Kellergeschoss. Der Keller ist rund um die Uhr für Miete geöffnet. Keine Gäste. Reparieren Aufzug. Verwaltung mit keine Haftung für Dinge. Die in Hosentaschen vergessen und zum Waschen zerstört, beim Waschen zerstört worden. Werkzeuge aus der Werkbank müssen im Werkraum bleiben. Was im Keller vergessen wurde, bleibt dort, bis sie es wieder abholen. Ja. Einmal in den kaputten Fahrstuhl rein. Was soll schon schief gehen? Wir haben aber noch nichts, um das durchzuhauen. Das brauchen wir wohl. Das müssen wir wohl noch früher irgendwo
an die Mieter. Einige der Waschmaschinen hatten in letzter Zeit einen Kurzschluss. Glücklicherweise laufen sie mit Universalsicherungen. Trotzdem bitte ich sie, nicht sie selbst zu reparieren. Rufen Sie mich, wenn etwas nicht stimmt. Der Hausmeister. Der Hausmeister wird hier so oft erwähnt, wird bestimmt noch auftauchen. Liegt etwas. Mit dem Tempo mit jeder dritten Pille. Aha. Energie für der Schnappe. Die wird es doch irgendwann knapp werden. Die Energie. Okay, wir haben eine Sicherung. Braucht sie vielleicht eine Sicherung? It's a fuse box. Aha. Wir haben aber immer noch nichts zum Dinge durchschneiden. Okay, sind wir hier. Sehr toll. Das hat sehr viel gebracht. Und nun? Da oben wartet nichts Gutes auf dich. Wenn ich du wäre, würde ich es mir hier unten gemütlich machen. Ja, wir brauchen sowieso noch was zum Schneiden und was zum Türen aufzukriegen. Also wir haben sowieso noch nicht alle Items. Ich mache es mir mal erstmal noch hier unten gemütlich. Wenn ich hier durchkomme, ist mir auch noch ein Rätsel. Oben wird es auf jeden Fall ungemütlich. Im Schubladen ist hier nichts drin. Zurück zum Anfang. Und irgendwie müssen wir da noch hochkommen. Ich glaube, da ist was Wichtiges. Wir brauchen irgendwas Schweres, mit dem man Türen kaputt machen kann. Ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden. Nicht hören, aber zumindest diese Stahl. Die Lüftungsschachtgitter. Über Steine. Irgendwas. Sieht so aus. Hier kommen wir nicht durch. Okay, ich sehe jetzt gerade keine Möglichkeit, hier an die Sachen ranzukommen. Falls hier nicht noch irgendwo was rumliegt in der Waschküche. Ich würde sagen, gehen wir mal hoch. B1-2. This elevator button is missing nothing. Okay, nach ganz oben.
Hurra. Verlass den Killer. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Erster Stock, aber wir wollten doch nennen. Wir wollten den zweiten Stock. Okay. Okay, wir haben was gegessen. Was auch immer es gebracht hat. Tür ist verschlossen, natürlich. Offene Türen wären auch zu unlogisch. Telefonhörer mitnehmen. Is anybody even out there? Wir können telefonieren. There's no one out there. Nothing. Okay. Ein schwarzer Platz. Hübsche Bilder. In Sound Mind. Das Spiel irgendwo. Und weg ist es. Wait a second. Wenn die hergekommen, der Stand war. Weil man stand aber dort hinten. Ich habe den Meter nicht dran, um nach rechts gegangen zu sein. Okay. Batterie. Oh je. Yeah. Dein Büro. Schließ mal kurz die Tür. There he is. Long have I waited for this moment. To watch as you scramble for your last breath. As you try to make sense of your reality and the gravity it carries. Pulling you down. Ooh, I can't contain my excitement. Den Dampfer anmachen. Nicht gibt's hier keines. Wir haben eine Lampe. Wenn sie einschalten können, können wir diese Lampe anmachen. Macht Sinn. Brauchen wir eine Kassette für. Okay, wir haben also eine Katze. Da drüben ist die Tonia heißt sie. Okay. It's my tape player. It's no use. It's my tape player. Von den ersten Stock holte die Gasmaske aus dem Heizkeller. Sammel alle Pillen im Gebäude 23 übrig. Okay. Schon komisch, dass hier kein Licht angeht. I can probably cut this with something. Ja. Der Raum war aber auch mal anders. Der Gang. Liebe Bewohner,
und wir von Meyer Pharmaceuticals möchten Ihnen gerne für Ihre fortgesetzte Unterstützung für unser Unternehmen und das neue Verteilerzentrum hier in Milton Haven danken. Ihre Gesundheit und Sicherheit haben bei uns höchste Priorität, nicht nur für uns als Unternehmen, sondern auch als Ihre Nachbarn. Weitere Informationen über das, was Meyer Pharmaceuticals und Ihre Nachbarschaft für Sie macht, erfahren Sie unter 1800 Meyer. Oder senden Sie uns eine E-Mail an nachbarschaftspharma@meyer.co.biz. Vielen Dank und einen gesunden, gesegneten Tag. Marketing- und Kommunikationsarbeit Meyer Pharmaceuticals. Ja. Okay. Jetzt wieder zurück. Aha. Du hast irgendwas zu uns genommen. Und nicht die Tabletten. Ah, eine Gitarre, die von selbst spielt. Ah, Tonband. Das brauchen wir. What am I doing? Ah, ein Testbild. Machst du ganz schön Gitarre, die sich selbst spielt. Ja. In Bad. Jetzt würden sie in beide Richtungen aufgehen. So, wo zurück? Und bestimmt uns mal das Tonband anhören. Okay, das Tonband ist noch da. Unser Büro war hier. Irgendwelchen Gründen können wir uns das Strom nicht leisten.
with my tape player. Na dann hören wir uns mal an, was auf dem Tape ist. Was ist denn ein merkwürdiges Tape? Ein sehr merkwürdiges Tape. Wiedergabe. Oha. Wo sind wir denn hier gelandet? Durch die Tür durch? Wir haben Wasser hier. Tonband Desmond. In an unexpected turn of events, it seems I'm the one who's losing my mind. Why or how this is all happening is beyond me. I got so. But as strange as this is, I'm equally as fascinated as I am scared. Ich wollte gerade sagen, wir sollten die Katze nicht aus den Augen lassen. Die ist jetzt hinter mir. Ist ja nicht. Okay, wo ist die Taschenlampe? Nicht dabei hat sie. Ich hätte eben noch eine Taschenlampe dabei. Anstabergewerb. Ich wusste es. Ich habe keine Taschenlampe mehr. Seine Aufzeichnungen, oder? If I can get through this, if I can just keep my mind focused, I must stay aware, awake, alert. Nichts ist gruseliger in einem Horrorspiel. Als verschwindende Katzen. Wenn nichts passiert. Und ich habe das Gefühl, dass hier müsste was passieren. Es passiert nichts. Das ist doch ohne Unheil. Zurück im Büro. Wieder Licht. Tanya, how? I mean, hi. Süße Katze. Weird day. Everything okay with you? All right. Aufzugsknopf. Katze. Good kitty. Spiel des Jahres, 10 von 10 abgeschlossen. Ja. Katze. Good kitty. Ist eine Katze drin.
das Spiel des Jahres. Good kitty. Oh. Katze. Katze blenden. Good kitty. Nichts, Katze. Okay, wir bleiben jetzt hier. Machen uns hier einen schönen Tag. Trinken Käffchen. Ach nee, scheiße, die Kaffee ist alle. Muss man einen Kaffee besorgen gehen. Jona, dann. Ciao, Kitty, Kitty. Pass auf das Zimmer auf. Kitty. Where'd she go? Oh, come on. Nothing. Tonia, wo ist die Katze? Tonia, wo bist du hin? Tonia, Tonia. Ich meine, pss, 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 pss. Im Aufzugsknopf. Es klingelt. You know how a Rorschach test works. I show you an ink blot and you sneak your way into an interpretation, pretending to fix other people's problems while avoiding your own. What nonsense. Well, there's an ink blot, there's a problem. Try and avoid your problems now. Sneak past it. I know I can. Das ist nicht gut. Scheiße. Noch vorbei schlechten wird wohl nichts. Fahrstückknopf, Fahrstückknopf. Ach du Scheiße. Was war das? Da war irgendwas. Geht's nicht. Kein Anschluss oder diese Nummer. Nothing. Ich bin zu neugierig für dieses Spiel. It's blocked from the other side. Uh oh. Abgesperrt, abgesperrt. Ich bin zu neugierig. Oh je. Wenn das hier liest, heißt das, dass ich recht hatte. In diesem Fall Schlitten. Zweiter Stock über den Münzautomaten. Lauf. Wartungsraum im ersten Stock mit Klebeband unter dem Tisch beschäftigt. Griff, Keller hinter der mittleren Waschmaschine. Du hältst mir den Rücken frei und ich dir. Stimmt, Screenshots gehen hier gerade nicht. Jetzt muss ich mir meinen Chat notieren. Der Chat ist gerade nicht verfügbar. Sekunde. Da hat mein Laptop gerade Internetprobleme. Okay, Schlitten. Und wofür werden wir es noch brauchen? Und ich will da nicht zurück können. Schlitten. Zweiter Stock. Dem
Münzautomaten. Lauf. Wartungsraum am ersten Stock. Klebeband unter dem Tisch befestigt. Griff. Keller hinter der mittleren Waschmaschine. Aus dem Keller kamen wir, da waren wir schon. Dem zweiten Stock auch schon. Der Waschmaschine. Okay. Sie sahen mir aus wie Cerealien, aber... seit wann haben Haushaltscerealien diese Wirkung? Hey, irgendwas war hier im ersten Stock. Wartungsraum im ersten Stock. Wir müssten im ersten Stock sein. Lagerraum. That's some insanely strong police tape. Wo ist der Wartungsraum? 69 eben steht hier noch 666. Wartungsraum. Ein Kleber unter dem Tisch befestigt. Okay. Unterm Tisch. Pistolenlauf. Aha. It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. Sollen wir hier raus oder sollen wir erstmal? Im zweiten Stück haben wir jetzt ein Monster. Bin ich mir nicht sicher, ob ich da rein will. An unseren geschätzten Kunden. Mit großer Trauer müssen wir ihnen mitteilen, dass wir unser Geschäft zum Ende dieser Woche schließen werden. Leider können wir nicht länger mit den großen Supermarktketten konkurrieren, die unsere kleine Stadt erobert haben. Wir möchten ihnen für ihre langjährige Treue danken und laden sie hiermit herzlich zu unserem Ausverkauf diesen Donnerstag ein. Bewahre dir deine Eleganz. Milton Haven. Eddins Grove Lebensmittelladen. Okay. Oh, Tonband. Virginia. Tuch von Virginia Rule. Sie wickelt das Messer in ein hübsches Tuch und bietet es mir dar. Sie krächzt vor sich hin, wie hübschen Frauen, und führt mich fort, ganz ohne Halt. Ihre Träume sind tot, also nimm die meinen. Ich frage mich, wie sie nachts noch kann träumen.
Meine Albträume sind ein zeitloser Fluch. Ein Messer durchtrennt das hübsche Tuch. Sehr schlecht gereimt. Hoffnung ist alles, Krankenhaus. Rechnungen sind wöchentlich im Voraus zu zahlen. Erhalten von Gemma 108 Dollar und 75 Cent für Nord Virginia Rule. Ein Tag, 28 Dollar pro Tag, 28 Dollar, Operationsraum 60 Dollar, Medikamente 10 Dollar, 75 Hilfsmittel 10 Dollar, Gesamt 108 Dollar und 75 Cent. Erhalt bestätigt von Dr. Pinsky. Ja, Amerika. Land der unbegrenzten Freiheiten. Muss man das selbst bezahlen. Bleib nicht im Bett. Was splittert denn die ganze Zeit? Glasscherben auf dem Boden. Das ist ein bisschen gruselig. There's no one out there. Mein Liebling. Muss ich auf Briefe zurückgreifen, da du nicht ans Telefon gehst. Mich wundert, dass der Anrufbeantworter, den wir gekauft haben, sich nicht einschaltet. Ist der kaputt? Dein Vater bestand darauf, dass wir dir Geld für die Stromrechnung schicken. Du weißt, dass ich dich liebe und dich unterstützen werde, aber ich will dich nicht dazu ermutigen, uns jeden zweiten Monat um Geld anzubetteln. Du musst etwas finden, womit du ordentlich Geld verdienst. Deine Spielzeuge verkaufen sich einfach zu selten. Du warst immer so charismatisch. Vielleicht kannst du das ja zu deinem Vorteil nutzen. Jedenfalls schicke ich dir ganz viel Liebe. Bitte geh ans Telefon. Mom, Daddy und Fanny. Ja. Ach, hier waren wir ganz drin. Schließt die Tunbus gerne. Wir müssen irgendwo eine Schere finden. It's unbearable, isn't it? The pain of losing a patient. Virginia trusted you when she died because of it. What will you achieve by listening to her tape? Vindication? Absolution, retribution for your misdeeds. Think about it. Ja. Als nächstes gehen wir in den Keller, weil im zweiten Stock ist das Monster. Da bin ich nicht so wild drauf. Das machen wir dann zum Schluss mit der mittleren Waschmaschine. Mittlere Waschmaschine 1, 2, 3, 4, 5. Also hier. Das muss die sicher sein. Okay. War eine Sicherung. Ich glaube immer die Sicherung hier. Falls das geht. Der war doch hier, genau hier.
Ein Sicherungsschacht. Ich bring's gleich wieder. Könnte sein, dass wir hier gebrauchen. Lüpf die Waschmaschine nach vorne und dann können wir hier. Ran an das Ding. Pistolengriff. Mach mal ich noch mehr unnötigen Lärm. It's a fuse box. Okay, Fahrstuhl funktioniert wieder. Ein Pistolengriff und ein Pistolenlauf. Es fehlt uns noch der Schlitten. Und die Gasmaske aus dem Heizungskeller. Ich weiß nicht wie. Jetzt bräuchten wir erstmal was Scharfes zum Durchschneiden oder eine Pistole, wo wir das aufschießen können. Ich komme doch hier nicht durch. Einen Seitenschneider oder irgendwas. I can probably assemble something here. Nothing. Guess not. Ich würde die gerne wieder mitnehmen. It's no use. Nothing. Okay, lassen wir erstmal hier liegen oder was. Wir müssen dann eh wieder hier zurückkommen, genau. Okay, dann erstmal auf uns. Einen zweiten Stock. Schlitten, zweiter Stock über dem Münzautomaten. Dann brauchen wir aber nochmal eine Zone. Mit dem Münzautomaten. Schleiche ich mal hier durch. Münzautomat, wo war der? Jumpscan 321. Exakt. Zweiter Stock in den Münzautomaten. Und hier ein Münztelefon, aber wo ist der Münzautomat? Aha. Aha, okay. Eine Pistole auf die Kisten schießen und Explosion verursachen. Ah, ja. Münzautomat, Münzautomat. Wo ist das Monster eigentlich hin? Wo ist denn Münzautomat? Ah, das ist mit. Das ist aber kein Münzautomat. Den Tankautomat. Ein beunruhigender Riss in der Wand. Dann fixen wir das mal. Falls keiner die Pistole geklaut hat.
assemble something here. Pistole. I hope I don't have to use this. Acht Schuss haben wir. So, ganz eindeutig, wenn wir was gebrauchen. Auch um Leute zu schießen. Ah ja. Erhöht die Liste mit der dritten Pille. Ah ja, und Munition. Okay. 22 Pillen übrig. Ah ja. Ich bin bewaffnet. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Irgendwo muss hier fast sein. Nicht hier. Ist da ziemlich um die Ecke. Ich kann es nicht erreichen. In anderen Etagen waren auf jeden Fall noch welche. Im ersten Stockbau, in dem zweiten Stockbau durch unser Büro. Da müssen wir gleich nochmal hin. Okay, warum passiert nichts? Wir brauchen noch irgendwas zum Schneiden, dass wir hier durchkommen. I can probably cut this with something. Verschwenden dafür keine Munition. Auf nach Etage 2. Scheiße. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Mach die Tür zu. Ach du Scheiße, was hat uns denn da angegriffen? Next tape. Das Monster wieder. Gott, mein Herz. Das eine wahrscheinlich noch nicht überstanden. Wir machen schon das nächste. Okay, bevor wir hier weitergehen, mit dem nächsten Tape weitermachen, obwohl wir das erste wahrscheinlich noch nicht überstanden haben. Machen wir eine kurze Teampause hier an dieser Stelle. 5 Stunden Pause, dann spielen wir uns hier noch ein bisschen weiter. Also, bis gleich.
So, na dann, willkommen zurück. Weiter geht der Horror. Wir haben gerade die zweite Kassette reingelegt und etwas Neues aktiviert. Während das alte Monster hier noch irgendwo rumläuft, haben wir vielleicht gerade schon das zweite Monster freigesetzt. Würde ein Spaß, wenn wir gegen alle gleichzeitig kämpfen müssen. Okay. Auf geht's. Holy shit. Und wieder mehr. Ein Parkplatz. Tumband, Virginia. Und tot. What happened? Vier Schuss. No. Changes like these can be uncomfortable. The Eden's Grove was certainly a staple of the community. Ja. Gruselig. Und blub. Was ist das? Dream? Okay, ist nichts. Das ist hier ein gewaltiger Albtraum. Das ist die nächste Tür. Das war nur das Wasser, was wir gehört haben. Okay, der Weg ist noch, dann noch ein bisschen weiter. Ich sehe hier wirklich noch nichts. Es sind sehr viele Barrikaden, vor denen man sich verstecken kann. Hinter denen man sich verstecken kann. Ich sehe aber absolut keine Bedrohung. Finde ich eigentlich das Gruseligste überhaupt. I can't get my food at Homemart. I won't. Well, what other options do we have? Perhaps outside of Milton Haven? No, that's even further outside where I feel safe. Ja. Ich habe halt Angst vor uns gemacht. Okay. Aha. Truck Parcours.
focus on the breath. Remember, you can call me if you need to. Das Licht vorne. Ach, das ist die Tür. Wo machen wir das? Einkaufsladen, der Supermarkt. Okay, welches Monster haben wir jetzt ausgelöst? Es war ja relativ. Unspektakulär. Okay, jetzt sind wir im Supermarkt. Aufgrund eines vorherigen Vorfalls in der Roma-Mart ist der Roma-Mart vorübergehend für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und werden bald wieder öffnen. Roma-Mart. Aber Taschenlampe nicht mit dabei? Natürlich nicht. Sehr gut. Raus können wir nicht mehr. Ach du Scheiße. Oh, nicht gut. Noch nicht weggucke, oder? Ja. Das ist ja auch scheiße, Mann. Ich habe Angst vor sowas. Wenn jetzt ein Monster auftaucht. Oh no, oh no, oh no. It's a coin slot. Ich hab noch 4 Schuss. Damit kriegen wir kein Monster besiegt. Guck mal, Mats, wir haben die niedrigsten Preise garantiert. Chorizo 42 TV von Shinitsu. Ein Jahr Garantie auf alle Elektronik-Einkäufe über 100 Dollar. Bonobo 27 TV mit eingebautem Videorekorder. Sparen Sie bis zu 30% auf ausgewählte Artikel. Alle schnurlos Telefone 20% reduziert. Hör auf! Alter Schwede. Kein Gesang hier. Scheiße, meine Puppe. Komme ich aber nicht durch, auch genug nicht. Scheiße. Aufenthaltsbereich. Ein Labyrinth aus Regalen, sehr toll. Alter.
Ich scheiß mich an. Dein Spiegel. Ist was hinter uns? Ja. Locke die Beobachterin zu dem Spiegeln. Viel übrig. Sharp as a knife. Ah, okay. Die Waffe haben die Pistole mal verloren. Looks like you can be cut. Aha! Können wir das hier durchschneiden? Sie kann ihren Anblick nicht ertragen. Ich mache ihr da keine Vorwürfe. Aber sie muss die Welt eben sehen, wie sie ist. Hilf ihr darüber nachzudenken. Zeige ihr, was sie sehen muss. Das ist creepy. Wartung. In den Luftschichten über den Elektronikausstellung gibt es Ratten. Das erklärt den Geruch. Wir können die Ausstellung nicht öffnen, bis alle Luftschächte gesäubert wurden. Zumal sie direkt über den Spiegelfläche sind. Über die Spiegelfläche? Gehen Sie im Kompressorraum im Ostflügel in den Luftschicht und säubern Sie alles. Anderson von einer Ausrufezeichen. Ja. Okay, wir müssen mehr Spiegel finden. Mich gerade nicht. Ach du Scheiße. Ich hab dich nicht angeguckt. Ich weiß nicht, wo die Spiegel sind. Quarantine. Hier ist ein Spiegel, aber der ist schon kaputt. Not my. Okay, hier ist ein Spiegel. Können wir sie herlocken? Hinter uns ist etwas. Etwas creepy. Oha. Und drei übrig. Hm, ein Schlüssel. Der Ostflügel. Wo ist der? Im Osten natürlich. Und wo sind wir? It's a fuse button. Oh, come on. Hier bräuchten wir so ein Ding. Ach, Scheiße. Ich guck dich nicht an. Eingangsbereich. Ach du Kacke.
Ostflügel. Wo ist der? Postcard von Meyer Pharmazeutik, auf dem Preisschild steht 0,50 €. Hier ist unser altbekannter Spiegel. Holy shit. Zum Ostflügel. Okay, die Puppen sind weg. Etwas gruselig. Pistolenmunition, obwohl wir keine Pistole haben. Card von Point Icarus. 1 € kostet die. Eine Taschenlampe wäre jetzt hilfreich. Bei dem Vorfall ist es jetzt Wetten. Das kann ich nicht lesen. Wie kann ich sie angreifen? So scheinbar. Seit dem Vorfall ist hier ein komisches Gefühl. Irgendwas geht vor sich. Und was haben die Spiegel überall zu bedeuten? Hummermarts Postkarte. Ostflügel. Das ist doch der Ostflügel. Da wollten wir hin. It's the item scanner. It's an item scanner. Aha. Oh, ich habe eine Münze. Sehr schön. Als eine Art zwei Fliegen mit einer Münze schlagen, kombinieren wir den Verkauf unserer neuen Postkartensammlung mit unseren frisch geprägten Gummamart-Münzen. Kunden, die eine bestimmte Menge Postkarten an der Kasse kaufen, erhalten je eine Humamart-Münze. Ist das nicht herrlich kreativ? Ihre individuellen Beiträge werden unterm Kassenzettel aufgeführt. Postkarten im Angebot. Humamart-Postkarte in Karus. Magnus Meyer-Postkarte in diesem State Park-Postkarte. In die Stadt kann mehrmals gescannt werden. Anlassen. Okay, wir müssen noch Münzen sammeln. Wir haben 3 Postkarten, 4 haben wir noch nicht gefunden. Da hinten war ein Münzautomat. Wir müssen uns merken, woher kamen. Wir haben schon Ostflüge gehen können. It's a coin slot. Got it. Wait, what? Das ist nicht gut. Okay. Look behind you. Da ist nichts. Das ist gruselig. Eine Pille. Hier war der Ostflügel. It's an item scanner. It's the item scanner. Thank you.
4,5. Okay, die Münze kriegen wir da nicht raus. Wir haben ja schon eine Münze gehabt. The door to the east wing is locked. Oh, fits perfectly. Okay. Mehr müssen wir auch nicht machen oder was? Okay. Was zur Hölle war das? Eine Pistole nicht mit dabei? David, du Dummkopf, du hast schon wieder deine Lochkarte im Gerät stecken lassen. Bist du wirklich so dumm? Ich habe sie dir in den Spind geschoben, erneut. Ines. It's a punch card reader. No dice. Den Spind, in den Spind. Wo ist der Spind? Sicherungskastenanweisung. Dieser Sicherungskasten ist mit folgenden Räumen verbunden. Büros, Manager, Büro, Bewachungskamera, Raum. Gang, Mitarbeiterraum, Kompressorraum. Jeden Schalter benutzen, um den Strom im umgebenden Raum einzuschalten. Strom wird im Kasten von links nach rechts verteilt. Warnung, funktioniert in einem der Räume. Der Strom nicht, wird auch der Raum rechts daneben den Strom erhalten, bis die Fehlfunktion abgeschaltet wurde. Ja. Ein größeres Rätsel. What's that? Ach du Scheiße! Holy shit. Alter! Das ist nicht einer der Räume, der Strom nicht wird, auch der Raum rechts daneben. Den einen den Strom ausmachen. Müsste es irgendwie schaffen, in allen den Strom anzubekommen. Kaputt. Das Rätsel werden wir wohl nicht hinkriegen. It's a punch card, yes, not. Oh, Scheiße. Sie hat uns gesehen. Büros. Die 1 Manager-Büro. 2 drittes ist der Gang. Der Gang ist stromversorgt. Geht's nicht lang. Das war erst das Rätsel schaffen. Können wir es zerschnippeln? Und die haben wir den schon damit verletzt. Puh. Okay, das Problem sind wir los. Hm.
Strom wird im Kasten von links nach rechts verteilt. In einem Raum der Strom nicht, wird auch der andere. Ach, der rechts daneben. Was hat sich jetzt verändert? Nee, absolut nichts sehen. Locked from the other side. Mitarbeiterraum. Da muss ich jetzt mal Strom rein. Das ist die 4. Okay, das ist doch schon mal Anfang. Alter, kannst du diese Überwachungskamera am besten glauben? Muss er uns alle wirklich die ganze Zeit im Auge behalten? Dieser Kontrollfreak kann mich jetzt wahrscheinlich in seinem Büro sehen, wie ich das schreibe. Vielleicht hat mal einer dieser der vorherigen Mitarbeiter in seine Tasche gegriffen, aber so etwas würden wir doch niemals machen, richtig? Dave. Okay. Das war ja klar. Eine Pille. Muss in die Umkleide. Da kann ich wahrscheinlich nicht lang. Deswegen muss ich wahrscheinlich den Strom hier erstmal rausnehmen. Gibt es ein Ding für die Umkleide? Natürlich nicht. Schade, dass wir keine Taschenlampe mehr haben. Und Kleider. Wie sollen wir hier ohne Licht klarkommen? Is anybody even out there? Okay, wir brauchen Mitarbeiterraum ist dann unter Strom und dann können wir da nicht lang. Und im Umkleiden ist die Schlüsselkarte für die Tür. 3 ist der Gang. Der ist an. Ah, jetzt ist hier dunkel. Okay, Managerbüro hier kriegen wir nicht an. Nummer 4 ist Mitarbeiterraum. Sind wir wieder hier. Ein Passauraum, den brauchen wir jetzt sowieso noch nicht. Mitarbeiterraum, die Büros. Machen wir zu hier. Und die Spinte ran. Und wahrscheinlich eine Umkleide.
Hier können wir relativ wenig machen. Können wir die Taschenlampe nicht benutzen? Aha. Ist etwas. It's blocked from the other side. It's a punch card reading, no luck. Wie müssen wir dieses Rätsel lösen? Eins und vier sind die Räume dort. Die eins ausschalte. Wir lösen das Problem mit dem Strom hier. Okay, die kommen aber auch nicht rein, oder? Aber ohne Strom da lang gehen. Woran liegt das, dass da Blitze sind? Aha. It's a locked locker. Oh, come on. Ach du Scheiße. Dave, greif mich hier an, wenn ich mich umdrehe. Oh, got it. Darf ich? Ich hab die Karte. Ich laufe an dir vorbei, ohne dass du mir was tust. Ich geh hier raus, ohne dass du mir was tust. Jumpscan 3, 2, 1. Ich hab's predicted. Kompressorraum 5. Noch Strom auf der 5. It's a punch card reader. It works. Oh, Tür zu. Tür zu, Tür zu. Und weiter hier. Ja, ja. Wo zeigst du hin? Ah, Gänsehaut des Todes. Mach keinen Scheiß. Ich muss da hoch, oder was? Dankeschön. Sehr freundliche Kreatur. Könntest du mir nochmal helfen? Sehr freundliche Kreatur. Nichts Böses tut. Ja. Im Wartungsschacht, ich sehe nichts. Hm.
Es wird mir langsam zu wild. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt wieder an dem Spiegel in der Elektronikabteilung. Okay. Jetzt müssen wir sie wieder auf uns aufmerksam machen. Wie die nicht gesehen werden will. Direkt hinter uns. I'm so sorry. Okay. Man kann damit Geister sehen im Spiegel. Eine Sicherung. Das ist hilfreich. Und die Tür auch mal aufmachen. Dann geht man da wieder raus. Erstmal Kameras zerstören. Da ist irgendwas. Sie müssen die Shinzitsu TVs noch auspacken und schön präsentieren. Passen Sie besonders mit unserem Kronjuwel aus, neuen Shinzitsu XXL. Schalten Sie dann alles über den Schalter an der Tür ein. Achten Sie darauf, dass der Strom da ist. Anderson. Too much for one man. Was du nicht sagst. Nom. Okay, das fand ich cool. Cool. Nom. Nicht. Absolut gar nicht. Komme ich aus dem Spukhaus hier jetzt raus? Wir müssen eigentlich sie nur noch einmal finden und hier zu dem Spiegel locken. Ist das hoffentlich der letzte gewesen? Fusebox. It works. Okay, wo? Und wieder Strom, weil es ist noch ziemlich dunkel hier. Können wir da vorne hier nichts mit da erreichen?
Okay. Verurteilt, beobachtet und angestarrt werden. Das sind die Dinge, vor denen sie mit aller Kraft entkommen wollte. Sie haben sie immer angestarrt. Ja. Leave me alone. Den Fernseher jetzt ausschalten oder? Sie angucken lassen. Okay. Ja, komm her. Noch zwei übrig, ach du Scheiße. Die Welt ist besser ohne die Zerbrochenen. Sie bringen Schmerzen und fügen anderen ihre Schmerzen zu. Bist du auch ein Zerbrochener? Dem muss ich widersprechen. Zwei übrig, na sehr toll. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen werden. Ich komme jetzt mal hier raus. Ich sehe hier gerade keinen weiteren Spiegel mehr. Ich komme da jetzt durch. Nochmal die Sicherung rausnehmen. Okay. Spielzeug. Looks fragile. Willkommen in der Spielzeugabteilung. Das Spiel hat sich kaputt gemacht. Mitarbeiter, die meisten neuen Spielzeuge bringen beim Unglück. Gingen wir im Unglück verloren. Ich werde daher diesen Bereich absperren und abdecken, bis die neue Kollektion eintrifft. Gehen Sie da nicht rein. Er wird derzeit als Lagerplatz benutzt. Es stehen ungeöffnete Kartons. Ein Spiegel ist dort. Sehr schön. Anderson. Und ehrlich gesagt, grusige Schlechtschwingungen. Ah ja, Schwingungen. Mom machte das Abendessen und jetzt ist sie im Eisschrank. Bei Feuer schlief Dad immer den ganzen Tag, also brachte ich ihn zur Laderampe. Im Dachstuhl hatte er immer Mut. Jetzt verbirgt sich mein Bruder im Lager. Mir geht's gut, alles okay, dann Unglück. Und da ich böse bin, bin ich ein seelenloser Abfall. Ja. It's a small rounded slot.
Oh, not working. Nothing. Okay. It's blocked from the other side. Dann mal ab in den Spielebereich. Nothing. Oh, come on. No luck. Okay, wir müssen irgendwas finden, was hier reinpasst. Um das Rätsel zu lösen. I need a coin. No dice. Okay, wir müssen uns eine Münze besorgen und dann wir fahren in die Kassen. Das ist offen. It's an item scanner. It's the item scanner. Klopfen da. Können wir mal drei versuchen. Gibt es irgendwelche Hinweise, wie viele das sind? Wie viele Punkte ich da hier ausgeben muss? 5, ah, okay. Eine Münze. Zwei Komma fünf. Ich hole mir gleich mal die anderen. Drei neunundneunzig, wie soll das denn klappen? Okay, das klappt nicht. Da brauche ich noch eine Postkarte, die 99 Cent kostet oder so. Die brauchen wir wahrscheinlich unbedingt, um das hier weiterzuspielen. Ach, spätestens diese Puppen hier vor allem. Spätestens seit Little Nightmares 2 hasse ich Puppen extrem. Wir müssen hinter zur Kinderabteilung. Wie kam man daher? Ostflügel. Die machen wir noch nicht. Unfallbericht. A distraught woman, they called her. Quite the way to say she was out of her mind. You could have helped her. You knew how. But you were too busy looking at her scars, weren't you? Ostflügel, hier sind wir durch. Wie kommen wir nicht nochmal durch? Okay.
Ja. Sie muss doch irgendwo lang gehen. Ah ja, hier. I need a coin. Fits perfectly. Ein Schlüssel. Zündschlüssel. Wofür? It's a small rounded slot, worth a try. It's no use. Zündschlüssel, wofür brauchen wir Zündschlüssel? Wofür alles in der Welt? Bisschen Auto drin, kleines Spielzeugauto. It's locked from the other side. Wo ist hier ein Auto zum ich habe keine Idee, wo es hier, wofür man hier einen Zündschlüssel bauen könnte. Hier waren wir schon. Wofür brauchen wir Zündschlüssel? Können wir sie eigentlich auch so angreifen? Wir haben ja eine Scheibe, eigentlich müssten wir sie so angreifen können. Besiegen vielleicht nicht, aber angreifen auf jeden Fall. Hier brauchen wir Sicherung für. Warte. An die Sicherung kommen wir nicht ran, die dort hinten drin ist. Ah, hier haben wir eine Sicherung. Okay, neue Hader. Offiziere. Zu ihrer eigenen Sicherheit seien sie äußerst vorsichtig, wenn sie hinter dem gelben Absperrband den Tatort betreten. Es liegen jede Menge Glassplitter und zerbrochene Sachen rum. Okay. Ich bin schon vorsichtig. Oh, hier ist ein Spiegel. Oder anderes in der Spielabteilung. Komm her. Einer übrig. Zum Westflügel. Das könnte hilfreich sein. Westflügel. Das ist die Kantine. Westflügel. Hier haben was. Postkarte. Ah, 99. 1,99. Könnte man die letzte Münze kriegen. The West Wing is locked. There's a keyhole. Success. Ja. Ich habe nicht mehr viel Zeit heute. Vielleicht finden wir hier relativ schnell das Bezweifler. Ein Spiegel.
Der ist zwar eine Knappteilung, das wissen wir, aber... Okay. Mama Puppe. Oh Scheiße. Das war möglicherweise ein Fehler. Irgendwo rauskommen. Gucken wir mal ein bisschen mal freundlich. Wie kommen wir hier raus? Den Ventilator ausgemacht. Ich bin so gut wie tot. Ah, der Schlüssel. Jetzt wir raus hier, falls wir es noch schaffen. Puh. Jetzt bräuchte ich aber eine Teilung. Ich habe eine Mama-Puppe. Okay. Das ist der Start des Westbügels. Im Lagerraum. Eintreffen am Tatort hatte sich der Verdächtige bereits selbst eine Stichwunde im Abdomen und eine tödliche Wunde quer durch den Hals zugefügt. Der Notarzt wurde gerufen und der Tatort wurde mit Polizeiband für die Untersuchung gesichert. Der Verdächtige wurde als Mrs. Virginia Ruhl identifiziert, die offensichtlich damit Probleme hatte, in der Öffentlichkeit gesehen zu werden und oder ihr eigenes Spiegelbild zu sehen. Sie wurde am Tatort... Weiter geht der Text nicht. Determination. I have to admit, to stab yourself in the gut and still have enough determination. Jetzt haben wir die Hintergrundgeschichte. Slice your own throat open. I almost want to stand up and give her a round of applause. Jetzt bauen wir noch den letzten Spiegel. Du Scheiße. Die Bruderpuppe. Zwei Puppen übrig. Ja. Ist auch gleich ein bisschen gruselig. Das waren Geräusche. Wozu brauchen wir die Puppen? Kann mir das einer mitteilen? Okay, den Kühlraum, den haben wir überlebt. Der Haus. Oh, Kacke. Vielleicht sowas von tot. Was passiert eigentlich, wenn wir tot sind? Ich bin hier in dem Spiel noch nicht gestorben. Inside. Ah, Zündschlüssel. Wir haben einen Zündschlüssel. It's the ignition keylock. Oh, got it. Notzone. Okay, jetzt kommen wir hier rauf oder nicht? Jo, das Tor scheint immer wieder zu klemmen und nicht aufzugehen. Muss eine Störung der Stromversorgung sein. Vergiss am besten nicht den Trick mit dem Gabelstapler, den ich dir zeige. Und sei bitte vorsichtig. Ja.
sehr schön. Gesundheit. Na toll. Gut, dass wir noch Gesundheit genommen haben. In den Entsorgungsraum. Mach die Tür zu. Tochterpuppe. Eine Puppe brauchen wir noch. Wo kriegen wir die jetzt her? Was sagt das aus, dass die Tochterpuppe im Müll ist? Und das Familienverhältnis. Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ah, die Puppen müssen wir ins Puppenhaus einsetzen, verstehe. Das würde ich jetzt gerne noch machen. Auch wenn die Zeit sehr knapp ist. Ich würde jetzt hier gerne noch die letzte Puppe finden. Und alle in das Puppenhaus reinsetzen. Hier waren wir doch schon. Wo könnte die letzte Puppe sein? Dieser Räume. Aha, hier ist auf jeden Fall schon mal das Puppenhaus. It's a small rounded slot. Papa, Papa fehlt noch. Zum Schwer kann das ja nicht sein. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Das ist interessant. I can't carry that much ammo. Ist ja mir irgendwie ist noch wichtig, das zu finden. Den Gabelstaplertrieb haben wir hier. Du könntest die letzte Puppe sein. Wie dramatisch sie nannten, sie tatsächlich Abfall. Ich weiß nicht, warum das so überrascht. Wie fies. Ich habe die Tochterpuppe gefunden. Haben wir eine Vaterpuppe irgendwo? Ich renne hier ein bisschen durch, weil ich Zeit knapp wird. Es wäre echt befriedigend, wenn wir das noch schaffen würden. Überleg mal an dem. In Brechen waren wir alle schon. Jetzt noch rüber. Okay, wo finde ich, das muss doch in dem Bereich hier sein. In diesem Gebiet muss doch die Puppe sein. Dann schnappen wir uns die letzte Puppe und dann befreien wir den Geist.
Besenschrank haben wir noch nicht nachgeguckt. Könnte noch eine Puppe liegen. Ja. Hier war nix. Okay, dann müsste ich mal kurz googeln, wo ich die finde. In Sound. Ich würde sowas ganz gerne selbst, aber. Okay. Vielleicht finden wir das tatsächlich noch. YouTube kann helfen. Immer den Borgschuh angeguckt. Werbung auf YouTube. Nervig as fuck. Das Rätsel hätte ich gerne allein gelöst, aber ich will jetzt. Ich kann heute Nacht nicht schlafen, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe. Also bitte auf YouTube. Ich sehe jetzt gerade schon zum dritten das YouTube. Klick mich hier durch das Walkthrough. Sieht gerade im dritten. Ich habe jetzt 6 Werbungen gesehen gerade. So wird hier nix. Die Supermarkt-Szene. Ach komm, das ist. Ich hab hier gerade die 7. und die 8. Werbung. Ich google einfach mal nach dem Workshop. Insound Mind komplette Lösung. YouTube bringt's gerade nicht. Das Internet auf meinem Laptop nicht so scheiße wäre. Aus irgendeinem Grund hat mein PC ein schlechtes, mein Laptop ein PC, schlechteres Internet als mein PC. Der Supermaus, komm und sag mir, wo die Puppe ist. Die letzte Puppe. Da sind wir durch. Es ist nur ein Spiegel. Die Bruderpuppe haben wir schon. Die Mamapuppe haben wir schon.
Ist jetzt auf Englisch. There will be no time to go to the room you leave. Trash room. Go forward and take the third right, then the first left. Okay, aus dem Raum heraus, wo wir... Ich habe eine Anleitung. Das schaffen wir jetzt noch. Okay. Go forward and take the third right. And then the first left. 1, 2, 3. First left. Und dann war hier. Das ist die Puppe. Aha, hätten wir hier ein bisschen rumirren müssen. Dann rein damit. Ins Puppenhaus. Kriegen wir ihn ohne zu sterben. Ab zum Spiegel. Warte, gab es noch einen Ausgang zur Spielabteilung? Hier. It's a small rounded slot. Ich hoffe, die müssten wir jetzt nicht. No dice. Okay. Müssen wir noch richtig einsortieren. Okay, hier kommt auf jeden Fall die Taschenlampe, wäre jetzt natürlich hilfreich. Hier kommt die Tochterpuppe hin, bei dem Spiegel. Komplettlösung sagt Dad in the living room. Die Frau gehört in die Küche. Sagt nicht ich, das sagt das Spiel und die Komplettlösung. Und der Bruder ins Zimmer. Oder? It's a small rounded slot. Wie erkenne ich hier, was ist? Taschenlampe wäre hilfreich. Dead living room mit fireplace and TV. Da steht da, glaube ich. Der Bruder muss woanders hin. Attic. Steht dort. Aha. Auf dem Spielrand. Das ist ja noch gruseliger. Bauplätze. Das zeigt mir den Spiegel. Die Bauplätze jetzt immer unter was. Okay.
Was gibt's denn noch jetzt? Okay. Teddybär hat das H. Das E. Step to the maze, to the white. Sehe ich ja vor allem hier nichts. Die A-Block Namen, die Bär. Das müssen jetzt alle sein, oder? Ein T, ein T, ein H, ein E, ein D, ein T, ein H, ein D, ein A, ein E. Okay, die haben wir jetzt. Jetzt müssen wir jetzt nur einen Spiegel finden. Ah, hier ist ein Spiegel. Hate it. I can put something in here. Seems correct, but something with the reflection is wrong. Uh-huh. Ist andersrum. Ballonsplatzen. Müssen wir jetzt alle platzen oder was? Siegt. Sie wollte sterben. Nur jemand so selbstsüchtiges wie du würde versuchen, ihr das wegzunehmen. Ich sehe mit Freude, dass es dir nicht gelang. Okay, und nun können wir nicht gehen. Müssen wir den Supermarkt verlassen oder was? It's okay. I see you. You can rest now. Das ist schön.
Virginia would be capable of doing something like this without some sort of influence. I promise you, Miss Rule, I'll get to the bottom of this. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Ich hab mich verirrt. Wie komme ich wieder raus? Und die Pillen werde ich jetzt nicht mehr sammeln. Ich habe in den Labyrinthen immer ganz schreckliche Orientierung. Hilfe. Jetzt raus. Das war der Tag. Sie zog den Spiegel am Schminktisch ihrer Mutter aus der Halterung. Der Geschmack von Blut und Lippenstift blieb in ihrem Mund bis zu ihrem Tod. Dann raus hier. Beenden wir den Spuk. Wir müssen den Weg zurücknehmen. Großartig. Okay. Das war von der Mutter wahrscheinlich nur gut gemeint. I can't remember anything. I just slipped. I don't know. I lost my balance and I grabbed the mirror cabinet and the whole thing just fell apart. Die Mutter hat das natürlich nur gut gemeint. I hate her, my mother. She made me go anyway. Made you go where? She's a monster and a liar. She told me I was still pretty. She said people wouldn't judge me. Das tun Eltern so. Guess what? They did. They look at me with pity. I look back at them with hatred. I hate her. I hate everyone. I understand. Stop looking at me! Fall gelöst. Platz
Patientenname Virginia, Alter 25, Diagnose Persönlichkeitsstörung, nicht näher bezeichnet, Trauma durch frühere Verletzung. Umstände der Behandlung. Patientin begann die Behandlung aufgrund einer Disziplinarmaßnahme am College. Mitbewohner hatten mögliche suizidale Gedanken gemeldet. Patientin versteckte sich meist in ihrem Zimmer aus Angst vor Verurteilung wegen ihres äußerlichen Erscheinungsbildes. Mobber sind schlimm. Persönliche Geschichte. Als Kind wurde die Patientin von ihrer Mutter Gemma Ruhl zu Schönheitswettbewerben geschleppt. In dieser Zeit litt sie unter Beleidigungen, die mit ihrem Erscheinungsbild und ihrem Auftritt zu tun hatten. Bei einem Unfall fiel ein Badezimmerspiegel auf die 6-jährige Virginia, was zu zahlreichen Narben führte, die ihre Beteiligung an Schönheitswettbewerben beendete. Psychologische Notizen. Patientin leidet an der konstanten Verurteilung durch Dritte, die von ihrer Teilnahme an Schönheitswettbewerben trotz eines Unfalls, der zu Entstellung ihres Gesichtes führte, herführt. Und einer nicht unterstützenden häuslichen Umgebung. Patientin verinnerlichte das in extremer Weise, was zu einer starken Aversion gegen öffentliche Orte führte, aus Angst verurteilt zu werden. Patientin will nicht in den Spiegel schauen. Oft hat sie Wutausbrüche gegen jene, die sie für verurteilend hält. Patientin wurde ermutigt, regelmäßig Alltagsaufgaben zu übernehmen, die sie nach draußen bringen. Als ihr örtlicher Einkaufsladen wegen des Konkurrenzdrucks durch den Hummermaut Superstore schloss, musste die Patientin ihre Routine ändern und ihr Lebensmittel an einem anderen Ort mit einer viel höheren Kundenfrequenz kaufen. In jüngster Zeit vermehrt Angst vor Unbekannten, Gefahr und Bedrohung. Das war der Fall von ihr. Diesen Fall haben wir noch nicht abgeschlossen. Den ersten. Joa, aber das soll es trotzdem für heute mal gewesen sein.